dass ich letztens diesen Gehirnsuchdetektor entwickelt habe. Und ich dachte schon, das Ding kann ich nie brauchen. Ich hoffe, wir finden unsere Gehirne bald wieder. Sie sind sicher ganz allein und haben Hunger, die Armen. Gehirn! Gehirn! Wo bist du? Wo bist du? Schon überall. Sieht ganz so aus, als wärt ihr nicht die Einzigen hier, die ihren Verstand verloren haben. Und mein Detektor führt uns direkt zu diesem Haus. Entschuldigen Sie, verehrter Herr. Würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn ich mich kurz bei Ihnen umsehe? Ich suche nämlich die Gehirne meiner Freunde. Ich würde sagen, das heißt so viel wie ja. Tretet ein, Leute. Also hier drin ist es ja fast schon unheimlich, unheimlich. Was ist wohl hier drin? Oh, Leute, ich glaube, ich habe eure Gehirne. Hurra! Hey, sucht ihr Verbrecherpack in meinem Haus? Diese Gehirne haben meinen Luftraum verletzt. Und ich behalte sie. Jetzt rufe ich die Polizei. Oh nein, bitte nicht, wir wollen nicht, dass wir uns entschuldigen. Hör auf zu heulen. Und du, hör mal her, du unwürdiger Greis. Ich mach dich gleich fertig wie eine Klapperschlange in Kaninchen. Ach ja, du nichtsnutziger Nager. Ich prügel dir deine pelzigen Puschel in deine große Klappe, Schwester. Erstmal sperrst du die Ohren auf, du kahler Quatschkopf. Du darfst keinem das Gehirn wegnehmen, nur weil es über dein Grundstück fliegt. Das nennt man Hirnesentführung. Und so gesehen sollte ich wohl die Polizei anrufen. Oh, ich mag das, wenn Sandy aggressiv wird. Lassen wir ihr Platz. Du bist wieder da. Endlich! So hirnlos werde ich nie mehr wieder sein. Alle haben ihre Gehirne zurück, also lasse ich's für dieses Mal gut sein. Aber solltest du den Kids auch nur noch einen Wasserball klauen, dann verspreche ich dir! Es tut mir so leid, Frau Hörnchen. Ich konnte nur kaum noch zusehen, wie die Kinder so viel Spaß in der Luft hatten, während ich mit diesem saublöden Stock hier am Boden festhänge. Oh. Also ich glaube, dieser Qual könnten wir ein Ende bereiten, oder? Denkst du etwa an dasselbe, woran ich auch denke? Ja, ich denke dasselbe wie du, denke ich. Und du? Ich hab Denkverstopfung. Es war wirklich nett von euch, eure Wirbelhirne dem alten Mann zu spenden. Das war eure gute Tat für heute, Leute. Es gibt keinen Grund, uns zu danken, Sandy, wenn auch nur ein stinkiger Senior jetzt zufrieden ist. Ist das an und für sich ja schon Dank genug. Die Würde unserer älteren Mitbürger hat heute gesiegt. Kommt her, ihr Backfische! Springt auf und rechnet mir eine Runde auf den Ries! Sandy! Wir sind wieder da! Habt ihr toll gemacht, Jungs! Wir sind voll das gute Team! Aber auf jeden, mein Freund! Also, Team, für das nächste Experiment müsst ihr alle Sandkörner in den Eimern zählen und mir dann sagen, ob es mehr schwarze oder mehr weiße Körner sind. Oder ob es von beiden gleich viele gibt. Also gut, Jungs, ich muss ein paar Sachen erledigen, aber ich bin bald zurück. Ei, ei, Captain Sandy! Ach ja, und Patrick, du bist der Chef! Und das noch alle Systeme laufen. Gut, fangen wir an zu zählen. Zählen wir erst den weißen und dann den schwarzen Sand oder möchtest du deinen eigenen Eimer? Oder wir zählen die Hälfte von dem weißen und die Hälfte von dem schwarzen Sand. Und dann die andere Hälfte von dem weißen und die andere Hälfte von dem schwarzen Sand. Und wie hättest du's gern, Chef? Dingens, das Erste. Du bist der Chef. Ich bin 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 der Chef. 47. 47. Was? Du warst wohl einen Moment lang ein bisschen zerstreut. Wir waren bei 47. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so machen will. Alles klar, großer Meister. Und wie dann? Wie wär's denn damit, dass du den weißen Sand zählst und ich zähl den schwarzen Sand? Ja, genau. 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh!
Nun wollen wir die erste Variable ins Spiel bringen. Eine große Schüssel, eine kleine Schüssel mit genau 22,3 Gramm pro Eiskugel. Eisgräber umsonst, Eisgräber umsonst, nur noch heute. Oh ja, komm, nicht viel los. Du bist der Chef. Eiscreme umsonst. Oh, bei allen Seesternen, Eiscreme umsonst. Hier, bitte sehr. Ja, die sind für mich, guter Mann, danke. Ja, aber Patrick, ich bin der Chef. Eine Waffel, bitte. Ausverkauft. Oh, aua. Heiliger Hering, das gibt's doch nicht. Krieg ich jetzt auch mein Eis? Erst massierst du mir die Füße. Oh, muss das sein? Wer ist der Chef? Gut, dann mache ich das eben. Hey, mein Eis tropft gerade über deine Finger. Oh, das haben wir gleich. Patrick, du triffst erbärmliche Entscheidungen. Sei nicht so aufsässig. Ich bin der Chef und du musst tun, was ich sage. So, und jetzt zähl diesen Eimer mit weißem Sande. Na schön, das mache ich. 1.403.601, 1.403.602, 1.403.603. Fertig jetzt zu dem schwarzen Sand. Oh, das ist ja blöd jetzt. Du musst wohl noch mal von vorn anfangen. Und schmeckt dir dein Eis, Patrick? Oh ja, sehr. Wie wär's mit ein bisschen krokant darauf? Hey! Rindermulch, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Du gehst erst, wenn ich dir erlaube. Sandy und Gary! Sandy und Gary! Wie ernst ist die Lage inzwischen? Die Sache läuft völlig aus dem Ruder. Das muss ein Ende haben. Schluss! Aha. Ich will mein Eis umsaugen. Ich. Mach die Tür auf! Das Experiment ist vorüber! Mach diese Tür auf! Du hast sie gehört. Mach diese Tür auf. Mach du sie doch auf. Nein, du machst sie auf. Nein, du machst sie auf. Oh, Herr Pavlovi, sagen Sie ihm, er soll die Tür aufmachen. Ich bin's doch, Sandy. Das Experiment ist vorüber. Aber wir haben den Sand noch nicht fertig gezählt. Der Sand ist mir doch völlig egal. Ich wollte euer natürliches Verhalten beobachten. Also habe ich überall im Haus Kameras und Mikros versteckt. Kameras? Okay, Sandy, verabreiche das Wachstumsserum. Ich weiß nicht so recht, Mr. Krabs. Ich kann nicht vorhersagen, was passiert. Hast du nicht gesagt, du müsstest es weiter testen? Teste es an der Krabulette. Naja, Sie haben ja nicht Unrecht, aber nur einen Tropfen. Das klingt vernünftig. Und das soll tatsächlich so riechen? Wenn ihr beide mich kurz entschuldigen würdet, ich muss mal ganz schnell für kleine Eichhörnchen halten. Sie das, solange ich weg bin, dauert auch wirklich nicht lange. Ach so, nein, das macht uns gar nichts. Wer sagt's denn? Ja, aber Sandy hat doch... Sagen Sie, wie groß wird das Ding denn noch werden? Ist doch egal, solange es uns Krabulettenvorrat umsonst liefert. Nun macht sich ans Braten, Jung. Wir haben Kundschaft. Brätst du das Ding nun endlich oder willst du erst nur anstarren? Tut mir leid, Kollege, geht sofort los. Bestellung ist fertig. Na schön, nun mach weiter so. Jawohl, mach ich. Heiliger Neptun, fast hätte ich dich nicht gewendet. So, geht doch. Pass mal auf, schön, dass du so fleißig bist, aber du brauchst mir das Tablett nicht gleich an den... Warum redest du eigentlich nicht weiter? Mach Platz, sei ganz brav. Hätte ich ja nie gedacht, aber ich muss aus dieser Küche raus. Nein! Diese Riesenkrabulette läuft amok. Wir müssen flüchten, schnell. Bist du bei der Arbeit immer barfuß oder ist mir das nur noch nie aufgefallen? Streng genommen nur halb barfuß. Vorsicht, hinter dir! Verlass das Schiff! Ah! Haben wir nicht sowieso Pause? Ja! Ah!
Katze gestoppt. Hey, er hat recht. Versprechen, nicht so unvorsichtig zu sein. Neptun weiß, was sie sich antut, wenn du von diesem monströsen Modder verschluckt bist, der sich durch unsere Straßen wälzt. Okay, wir haben Sichtkontakt. Ich bring dich jetzt in Position. Viel Glück. Ja, danke, tschüss. Tja, Riesenkrabulette, jetzt müssen wir beide wohl klarkommen. Sag mal, was sollte ich noch mal machen? Einfach direkten Kontakt aufnehmen. Direkten Kontakt? Meinst du so etwa? Es funktioniert. Mach weiter so, SpongeBob. Du wirst das schon schaffen. Mein Körper ist voll mit Krabulette. Enormer Druck. So viel Hackfleisch habe ich noch niemals zuvor in mich aufgesogen. Eigentlich habe ich noch nie Hackfleisch in mich aufgesogen, wenn ich es mir rechts überlege. Yeah. Na, Dufte, und was soll ich jetzt tun? Treten Sie näher, Herrschaften. Nur für kurze Zeit haben wir frisch ausgetretene Krabbenburger. SpongeBob, zwei Stück, durchgebraten. Verstanden, over. Unser exklusives Angebot, solange der Vorrat reicht, greifen Sie zu. Das war's. Alles okay? Riecht's hier nach Suppe? So, und jetzt? Der größte Gummibandball. Juhu! So, und jetzt? Die meisten gemolkenen Kobras. Sag Käse. Käse! Brave Schlangis. Und jetzt? Die meisten Walnüsse im Mund. Mit den meisten Kettensägen jonglieren. Gut, mach das Foto! Okay, sag mal, und wie hörst du auf? Was? Ich sagte, wie hörst du auf? Was? Wie hörst du auf? Ach, das ist einfach. Ich höre einfach auf. Und renn ganz schnell weg. Falsche Richtung. Also echt, was soll das? Nun nimm dich zusammen. Wir haben noch eine ganze Menge Rekorde vor uns. Oh ja, der hier wird dir ganz sicher gefallen. Ich weiß nicht, mir wird das ein bisschen zu gefährlich. Ach was, dafür brauchst du nicht mal einen Helm. Komm mit nach draußen. Los, mir nach. Oh, na sowas. Was glaubst du, hä? Das ist das höchste Kartenhaus der Welt. Ist ja unglaublich. Stell dich da vor, ich mache ein Foto. Ach was, das machen wir von ganz oben. Ja, was? Oh, hey, das ist ja solitär. Das Spiel finde ich toll. Jetzt hau ich einen Touchdown. Und jetzt? Ich glaube, ich riech Garys Schneckenklo. Das muss ich putzen. Sofort. Noch mal Pause. Ich halte das Buch für dich. Danke bei Neptuns Scharnieren. Meine Räder bringen mich um. Hey, was stehst du hier faul rum? Zurück in Reihe und Glied. Für den nächsten Rekord brauche ich jeden von euch. Die meisten Roboter an einem Tag bauen und zerstören. 656.
657. Ach, es ist einfach unmaschinenmenschlich. Oh nein, von wegen, wir stecken hier alle mit drin. Yeah! 679 Rekord gebrochen. Okay, alles klar, ihr könnt abschalten. Oh je. Ist dir nicht gut? Ich hab ein Grummeln im Magen. Lass mich nachschauen. SpongeBob? Hallo, Sandy. Wie bist du da reingekommen? Ich will dich retten vor diesem Buch. Ich vernichte es besser, bevor noch jemand ums Leben kommt. Ich will dich nicht verlieren, Sandy. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt sei mal bitte nicht albern. Mit dem Buch bin ich durch. Ich hab jeden Rekord darin gebrochen. Ich hab sogar den Autoren eingeladen, um das bestätigen zu lassen. Dankeschön. Aha. Na sowas. Naja, verstehe. Na gut, nun ja. Ich fürchte, Sie haben keinen einzigen Rekord aufgestellt. Dieses Buch ist 30 Jahre alt und die Rekorde darin sind schon lange gebrochen worden. Dennoch haben wenigstens Sie einen ganz neuen Rekord aufgestellt. Die meisten erlittenen Verletzungen im Zuge von Freundschaftsdiensten. Schön für dich, mein Lieber. Juhu. So, fast fertig. Reichst du mir den Schraubenschlüssel, SpongeBob? Laborpartner. Hä? Das heißt nicht SpongeBob. Wir wollten uns doch mit unseren eigentlichen Titeln anreden. SpongeBob! Na. Laborpartner. So, es ist fertig. Jetzt kann ich meine Nüsse in Texas verstecken und trotzdem hierbleiben. Geschafft! Oh, schade. Oh, Räucherfisch. Mann, ist das heiß hier drin. Ach, was du nicht sagst. Es funktioniert. In diesem neuen gasförmigen Zustand dringe ich ganz einfach lautlos und flink durch die Ritzen der großen Krabbe. Ja. Also, wie viel war das? Wie lange habe ich darauf gewartet? Plankton, bist du's? Natürlich bin ich, du Schwachschwamm. Du schaffst es, einen gasförmigen Aggregatzustand anzunehmen? Faszinierend. Hä? Nicht doch! Mir war gar nicht klar, dass du so einen Hang zu Naturwissenschaften hast. Vielleicht hilfst du mir ja bei meinem Nusstransporter. Hä? Was sagst du da, Transporter? Bereit! Alles klar. Yes. Sekündchen noch. Yes. Hoppala. Warum ist denn das Licht aus? Wir haben nur die Augen teleportiert. Oh, Fisch, versuch's nochmal. Augenschutz. Nehmen wir den Start gemeinsam vor. Na, aber sicher doch. 3, 2, 1. Feuer. Aua. Ich glaube, ich muss dringend aufs Klo. Bei Neptuns Dreizack, weißt du was? Ich würde den Brokkoli mal eine Zeit lang weglassen. Es hat geklappt.
Diesmal haben wir seinen ganzen Körper transportiert. Ja, mein Plan geht auf. Leider habe ich jetzt keine Verwendung mehr für euch zwei Schatzi-Mausis. Mit Hilfe deiner Technologie werde ich mich jetzt direkt in die krosse Krabbe teleportieren. Und dann ist die Krabbenburger-Formel endlich mein. Ja. Oh nein, Plankton kann endlich triumphieren und wir haben ihm geholfen. Nein, eigentlich nicht. Laborpartner. Die Krabbenburger-Geheimformel. Aber wenn die jetzt hier ist, wo ist denn Plankton? Trottel, ich hab sie rundgespielt wie auf einem 32-Bit-Synthesizer. So, wo ist jetzt diese Formel? Hä? Was? Die Formel ist verschwunden? Nein! Hast du das auch gehört? Nein, habe ich nicht, aber irgendwas stinkt hier. Mir war schon klar, dass Plankton irgendwelche finsteren Pläne verfolgt. Da habe ich das Gerät ihn dahin schicken lassen, wo er möglichst keinen Blödsinn macht. Niemand legt ein Eichhörnchen aus Texas rein. Wie geht's denn so? Ach, du bist es, Sandy. Du, hör mal. Hast du Lust, heute Abend bei mir vorbeizukommen? Gern. Was liegt an? Ich habe eine neue Erfindung erfunden. Die möchte ich heute Abend im Kollegenkreis enthüllen. Und dich brauche ich als Testobjekt. Du kannst mich einplanen. Und du vergisst es auch sicher nicht? Natürlich nicht. Habe ich dich schon mal im Stich gelassen? Hallo? Sei einfach da! Gary, sei du mein Zeuge. Ich werde Frau Cheeks nicht im Stich lassen. Nein, das ist hier sieht wirklich ganz schön wissenschaftlich aus. Da wird Sandy bestimmt ordentlich auf den Putz hauen. Hey, Sandy, was machst du da? Oh, hallo SpongeBob. Ich leg nur noch mal letzte Hand an meine Erfindung. Danke fürs Assistieren. Du bist wirklich eine große Hilfe. Wundert mich nicht, dass Mr. Krabs sich voll auf dich verlässt. Ich muss noch zu Mr. Krabs. Hey, müsste mal eben ganz dringend für kleine Schwämme. Ich erledige rasch die Sache für Mr. Krabs und dann habe ich Zeit, Sandy zu helfen. Da bist du ja, Jung. Ich wusste, dass ich dir nicht kündigen muss. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Ich will doch keinen Makel in meiner Personalakte. Okay, was haben wir denn hier? Hier steht auf Seite 472 Absatz C17, dass man einen rechtsdrehenden Sechskant-Akkuschrauber braucht, um das Ding zu montieren. Ach, wirklich sowas? Dann geh doch einfach in die Stadt und besorg einen von diesen Sechskant-Schraubdingern. Oder du bleibst hier und siehst mir dabei zu, was ich so alles in deine Personalakte eintrage. Seien Sie gegrüßt, verehrte Kollegen. Gleich werden Sie Zeuge einer Erfindung, die so revolutionär ist, dass sie unsere Welt vielleicht für immer verändern wird. Um dies zu demonstrieren, wird sich mein Assistent freimachen und sich dann in die Maschine begeben. Was? Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, wieso sich das Testobjekt freimacht. Doch das muss sein, weil... Was ist das unter der Schürze? Oh, das kommt bestimmt von dem Tangdöner, den ich vorhin gegessen habe. Ich muss mal die sanitäre Einrichtung besuchen. Bin gleich bei dir, Petri. Ich meine, bin gleich wieder da. Happy Birthday! Aua! Du hast es also endlich geschafft! Ja, der Berufsverkehr war mal wieder furchtbar. Ja, und jetzt stell ganz schnell mein Geschenk auf den Geschenketisch. Dein Geschenk? Ich bin so aufgeregt, ich freue mich seit einem Jahr darauf. Na klar, hier ist es doch schon. Tada, eine exklusive Geschenkverpackung. Na los, worauf wartest du denn noch? Servier endlich den Kuchen, damit ich mich über das Geschenk hermachen kann. Den Kuchen, den habe ich bei Sandy vergessen. Bei Sandy? Wieso denn das? Nicht doch. Ich habe gesagt, er wird geliefert, weil ich ihn bestellt habe übers Handy. Ich glaube, ich höre draußen schon den Lieferdienst. Warte mal kurz, ich schaue nach. Tada. Wo will mein kleiner Assistent nun schon wieder hin? Dein kleiner Assistent? Das ist mein Assistent, wenn überhaupt. Und ich möchte wissen, was hier eigentlich los ist. Ja, und was ich wissen möchte, ist auch, was das eigentlich für ein Geburtstagsgeschenk sein soll. Hey, das sollte der Junge doch zu mir nach Hause bringen. Sieht ganz so aus wie mein Akkuschrauber. Du hast uns einiges zu erklären, mein Lieber. Ich hast ja, du ich dir etwa in den Kopf gesetzt, mich vor allen meinen Kollegen lächerlich zu machen? Ich würde euch gerne was sagen.
weiß, dass alle heute Abend sehr wichtige Dinge vorhatten. Mr. Krabs mit seinem neuen Teleskop, Patrick mit seinem Geburtstag, Sandy mit ihrer großen Präsentation. Ich konnte zu keinem von euch Nein sagen. Oh, du hast dir zu viel aufgeladen. Ja, das hättest du uns sagen sollen. Uns wäre schon irgendwas eingefallen. Ihr habt recht. Es war aber auch völlig albern, mir einzubilden, ich könnte an drei Orten auf einmal sein. Da muss ich dir aber widersprechen. Natürlich kannst du das. Stell dich doch einfach mal in den Fotogenerator 2001. Zunächst schließt sich die Protokammer. Und anschließend... Wie Sie sehen, habe ich gerade zwei Klone meines Testobjekts erzeugt, die es ihm ermöglichen, alle seine abendlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Ja! Hast du das gehört, SpongeBob? Jetzt kannst du an drei Orten auf einmal sein. Gib mir was zu essen. Hupfdullen auf dem Ranchhausdach. Ihr verhungert. Ich mache euch den besten Dünger in der Geschichte der Nussheit. Aha, Wachstumspillen. Nussdreck. Aha. Ich hoffe, das gibt dir wieder frischen Schwung, altes Haus. Na, da küsst mich doch die Klapperschlange. Das hier ist die größte Eichel, die ich je gesehen habe. Die sind alle so riesig. Am besten lege ich mir gleich Vorräte an. Was die Lagerung angeht, muss ich mir noch was überlegen. Wow, das würde Patrick schmecken. Was denn? Diese Eichelnussbutter ist zum Essen da. Weiß ich doch. Aua. 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 Hm, wollt ihr nicht jeder ein Gläschen mitnehmen? Gerne. Kannst du mir noch was davon geben? Es ist schwierig, das von der Seite von mir zu essen. Ja, aber natürlich. Hier hast du den ganzen Rest. Danke, Sandy. Gut, jetzt ist wieder alles so wie vorher. Wir lieben was zum wilden Wüstenfuchs? Wir lieben Eichelnussbutter. Wir lieben Eichelnussbutter. Wir lieben Eichelnussbutter. Hi, Sandy. Patrick, was soll denn das hier? Ich möchte noch mehr Nussbutter. Und wer sind all die Leute? Eichelnussbutter. Wir lieben. Oh, die haben mir die Eichelnussbutter vom Rücken geleckt. Und jetzt wollen sie mehr davon. Weißt du, das Blöde ist nur, dass ich nicht genug für alle habe. Aber es ist das Einzige, was mein Junge noch essen will. Tja, ich glaube, dann muss ich wohl wieder hungrig ins Bett gehen. Ach, der arme Junge. Na schön, ich möchte ja niemanden enttäuschen. Dann lasse ich eben noch ein paar Eicheln wachsen. Wenn man alle Leute zufriedenstellen kann, gibt einem das so ein schönes, warmes Gefühl. Aha. Und weil die Nachfrage so hoch ist, habe ich was ausgetüftelt, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Zuerst wirft SpongeBob die Eicheln auf das Förderband, dann werden sie durch das Rohr weitertransportiert und sofort zur Nussbutter verarbeitet.
Sandy, der Laxmane sagt, man soll die Natur nicht zwingen, uns mehr zu geben als das, was sie von selbst kann. Mach dir mal keine Gedanken um meinen Baum. Mach dir mal lieber Gedanken um all die Nussbutter-Fans hier. Wir wollen Eichelnussbutter! Wir wollen Eichelnussbutter! Wir brauchen noch viel mehr Eicheln, um sie alle satt zu kriegen. Oh, Sandys Baum sieht nicht besonders gut aus. Ich glaube, lange hält er das nicht mehr durch. Na ja, wie sagt Sandy immer so schön? Dingsbums Wissenschaft, Dings da Technik. Und wollen wir wirklich der Wissenschaft widersprechen? Oh nein, es kommen keine Eicheln mehr. Warte mal, ich mach das schon. Führt vielleicht zu Mutationen. Verkriecht euch sofort unter euren Bleidecken. Mutationen? Ich muss mein wunderschönes Gesicht schützen. Ziege auf dem Kunstrasen. SpongeBob! Hey, da drin ist ja ein winziges Eichhörnchen. Wie bist du da reingekommen, kleines Fellknäuel? Ich liebe den Kerl, aber wenn sein Gehirn Dynamit wäre, dürfte er sich nicht die Nase schnauben. Aber ein riesiger Schritt für die Schwammheit. In Ordnung, Pfadfinder. Jeder hat eine Aufgabe. Perla, du bist die Schwerkraft des Mondes. Ja, Schwester Mond. Tanina, du sammelst Mondgestein. Schon dabei, Frau Pfadfinder Magic. Schwerkraft! SpongeBob, du suchst nach intelligenten Lebensformen. Ei, ei. Du weißt, was intelligente Lebensformen sind, oder? Oh, klar. Ich schneide sie auf und guck nach, ob sie ein Gehirn haben. Wenn du etwas findest, tröte einfach. Oh, ja. Und jetzt erforsche ich die Wirkung der Mondgravitation auf meine Nüsse. Hat jemand gesagt, Mann auf dem Mond? Hallo? Intelligentes Leben, wo bist du? Oder durchschnittlich Schlaues? Reicht doch, wenn du überhaupt denken kannst. Oh, intelligente Fußspuren. Was denn, Weltraumbob? Intelligentes Leben. Da bin ich mir nicht so sicher. Wäre es intelligent, hätte es diesen Krabbenburger gegessen. Ach, apropos Essen. Du hast recht. Mittagessen. Holst du bitte den Lunch, den ich vorbereitet habe? Natürlich. Nenn mich einfach Lunchbob. Drück einfach den Knopf, auf dem Lunch steht. Also, wo ist das Mittagessen? Oh, da ist es. Bereit zur Start vor. Nein, ich will nicht starten. Yeah.
Oh, Shelly. Hey, Kleine, ich laufe gerade nach Hause. Ich habe meine Lesebrille vergessen. Da ist das. Tut mir leid, aber weißt du, ich habe mich unter dem Baum versteckt, weil ich dachte, es wäre lustig, dich zu überraschen und... Ja, das stimmt. Du hast mich wirklich überrascht. Guck dir mal diese Überraschung an. Raus mit dir, Schwachschwammkopf. Thaddeus, wo zur alten Grütze SpongeBob? Hier geht gleich alles den Bach runter und wer wendet jetzt die Burger? Wenn ich das könnte, würde ich dann hier stehen und mich von einer Bande von Vollidioten anbrüllen lassen? Red gefälligst nicht so mit deinem befehlshabenden Offizier, du Ihre faul. Befehlshaberei können Sie sich sonst... Thaddeus, ist Krabs! Wisst ihr, wo SpongeBob ist? Ich dachte, wir hätten das erschöpfend behandelt. Was er damit sagen will, ist nein, wir haben keine Ahnung. Tja, offensichtlich hat er Bikini Bottom verlassen und kommt nicht mehr zurück. Zeig mal her. An denjenigen, der sich zuständig verlassen habe, auch bekannt als... Als was? Schwachschwammkopf? Schwachschwammkopf? Das ist SpongeBob. Was soll ich denn nur ohne meinen Burgerbrater tun? Und was soll ich denn tun ohne meinen besten Freund? Ich hätte nicht so gemein zu ihm sein sollen. Ich hätte den armen Kerl nicht einfach so rauswerfen dürfen. Hört mir mal alle zu. Ich habe einen Plan, wie wir SpongeBob finden können. Wirklich? Ja, und zwar mit Hilfe dieses Geräts. Das findet jeden Schwamm im Umkreis von 50 Seemeilen. Oh, Moment, wie war das? Dieses Gerät ist so schlau, das findet sogar SpongeBob. So sieht's aus, Taddle. Aber wir alle werden gebraucht, wenn wir... Na hoppla, ist mir hingefallen. Adios, Tentakel! Dieser Apparat war meine allerletzte Chance, meine Fregatte wieder flott zu machen. Und da du ihn zerstört hast, befehle ich dir, SpongeBob sofort zu finden. Ich soll diesen Idioten suchen, nicht mal für alle Tanztrikots in der Tiefsee. Solltest du ihn nicht finden, bist du auf alle Ewigkeiten deinen Job los. Das soll doch wohl keine ernsthafte Drohung sein. Und dann bekommst du auch nicht dieses Geschenk zur Pensionierung. Mr. Krabs, ich habe kein Interesse an irgendwelchen... Ist das ein handgefertigtes, juwelenverziertes Faberseeei? Das fehlt noch in meiner Sammlung. Oh, Mr. Krabs, vielen Dank, Mr. Krabs. Nicht so schnell, ja? Zuerst bringst du mir meinen besten Burgerbrater zurück. Liebe verehrte Bürger von New Camp City, ich verstehe nicht viel von Politik oder ausgeglichenen Etats oder von solchen Dingen wie Führung. Ich weiß auch nicht so genau, was ein Bürgermeister ist. Aber eins weiß ich ganz sicher. Solange ich den Hut des Bürgermeisters trage, kann jeder von euch ohne Gefahr in den Straßen von New Camp Bläschen blasen. Oder mein Name ist nicht Käsegesicht Braunhose. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Na, das ist ja eine Überraschung. Warum? Weil ich dich gefunden habe? Nein, weil du ein sprechendes Wiesel bist. Ich bin's doch, Sandy. Tu nicht so, als ob du dich nicht an mich erinnerst. Tut mir leid, Sandy. Ein sprechendes Unterwasserwiesel würde ich nie vergessen. Du erinnerst dich vielleicht nicht an das Wiesel, aber deinen allerbesten Freund hast du doch sicher nicht vergessen, oder? Keine Ahnung, wie das da hingekommen sein kann. Ich weiß nur so viel. Ich habe mir den Kopf gestoßen, Bläschen geblasen und bin jetzt Bürgermeister. Tja, du wirst wohl dein Gedächtnis verloren haben. Deshalb musst du auch zurück nach Bikini Bottom. Die vertraute Umgebung bringt die Erinnerung sicher schnell zurück. Ganz langsam, Wieselmädchen. Ich kann hier nicht weg. Man vertraut hier auf meine Führungskraft und ich muss ganz schnell auf eine Sitzung. Steht nicht blöd rum, steigt ein. Thaddeus? Beeilung! Aber Seeei, bald bist du mein. Wisst ihr, so verlockend es auch klingt, sich einem Burgergrill abzumühen, kehre ich doch lieber zu meinem bescheidenen Job als Bürgermeister einer Großstadt zurück. Alrighty, SpongeBob verschwindet und diesmal endgültig. Mr. Krabs, ich habe Ihnen Ihren besten Burgerbrater zurückgebracht. Jetzt sind Sie dran. Na schön, Thaddeus, abgemacht ist abgemacht, nicht wahr? Hier ist dein Schmuckei. Oh, es ist so wundervoll. Ah.
Ja, nur der Kopf tut ein bisschen weh, Sandy. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh, ich komme zu spät zur Arbeit. Kann deine Maschine mich vielleicht in die große Krabbe setzen? Ob ich es mit einem Lebewesen wagen kann? Klar, wieso eigentlich nicht? Na los, geh rein. Hopp, hopp. Juhu. Schön festhalten. Oh, Sandy. Tja, dann wollen wir mal wieder. Hallo, Kollege. Was hat das Ding denn auf einmal? Was, mein Texanisch? Hi, Sandy. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas ist anders als sonst. Ja, ich glaube auch. Hey, was machst du da mit meiner Hand? Und was mache ich da mit deiner Hand? Ah, was zur Wasseroberfläche ist das? Wir sind zusammengemischt. Das ist der Super-GAU. Ich hab doch morgen mein Klarinettenkonzert. Ach, weißt du, so schlimm finde ich das gar nicht. Nun können wir die allerbesten Kumpels sein und alles zusammen machen. Toll, hä? Für immer und ewig. Sandy, das war dein übles Werk. Du musst uns sofort wieder trennen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Irgendwas musst du einfach machen. Ich will nicht zu dem da gehören. Sandy, bitte sag, dass du eine Möglichkeit gefunden hast, uns zu trennen. Sag Hallo zu dem Molekulartrennungsstrahl. Hallo, Molekulartrennungsstrahl. Wie geht's? Na schön. Und weiter im Text. Mein Klarinettenkonzert ist morgen Abend. Tut mir leid, ich bin noch nicht ganz fertig damit. Wie jetzt? Naja, ich bin noch am Basteln. Ich hab das Ding fertig. Frühestens übermorgen oder so. Was? Übermorgen sagst du? Nein. Ich hab morgen Abend einen Auftritt. Und zwar, wenn's irgendwie geht, ohne diesen gelben Freak. Sandy, bitte, du musst das einfach vor dem Konzert schaffen. Tja, lass mich überlegen. Ich hab das Ding fertig, bevor du anfängst. Meine Damen und Herren, liebe Fische, das Gemeindefreizeitheim von Bikini Bottom präsentiert Ihnen den Stargast des Abends, Thaddäus Tentakel. Schatz, ich hab Angst. Hallöle. Wow! Das rockt, Jungs. Cool. Yeah. Wow! Wow. Den Leuten scheint es zu gefallen. Los, hau rein, Tadel. Juhu! Ja, toll! Sie jubeln uns zu. Ein Superstar sein. Endlich weiß ich, wie sich das anfühlt. Und auch wie das aussieht, wie sich das anhört. Und wie herrlich das riecht. Oh, sei gegrüßt, du süßes Gift des Erfolgs. Yippie-ya-yay! Na, da seid ihr ja. Ich komme wohl rechtzeitig. Sandy? Eine Ladung von diesem Trennungsstrahl und ihr seid ein für alle Mal auseinander. Oh nein, bitte nicht, Sandy, nicht doch. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Ich mach mich von der Alge. Nein, halt, wartet! Süßer Glanz des Ruhms, so gehst du dahin. Irgendwie muss das doch rückgängig zu machen sein. Hör auf, das ist eine sehr sensible Gerätschaft. Also ehrlich, ich würde auch sagen... So, wo liegt denn nun Ihr Problem, Mr. Tentakel? Es fing alles an, als ich geboren wurde. Wenn ich bis heute Nachmittag
nicht irgendeine anständige Erfindung vorzeige, streichen sie mir die Gelder und ich muss Bikini Bottom verlassen. Erdnusssülze, du hast doch bestimmt schon eine ganze Menge nützlicher Sachen erfunden. Der Helm, das sieht ja toll aus. Was kann der so? Damit kannst du mit Nüssen reden. Wozu soll das gut sein? SpongeBob an Erdnuss. Erdnuss, kommen! Und was sagt sie denn? Sie sagt, es ist dunkel da drin. Hast du noch was anderes? Meine Nussacino-Maschine. Die macht dir aus einer Nuss deiner Wahl ein schön schaumiges Heißgetränk. Naja, und dann hätte ich da noch meinen vollautomatischen Nussknacker. Ich scheitere schon bei einem ganz normalen Nussknacker. Ach, das sind doch nur ein paar Mucken. Patrick und ich helfen dir, sie auszubügeln. Stimmt's, Patrick? Patrick? Alles wird gut, ganz sicher. Ach, lass gut sein, es hat keinen Zweck. Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen. Ich werde Bikini Bottom verlassen, weil ich eine Versagerin bin. Wir können sie doch nicht einfach so gehen lassen. Und was sollen wir tun? Ihre Chefs wollen doch eine Erfindung, stimmt's? Stimmt. Na also, dann lass uns was erfinden. Ja! Wir haben's geschafft, Patrick. Wir haben die größte Erfindung erschaffen, die die Welt je gesehen hat. Guck mal, sie sind da! Wer denn? Na, Sandys Chefs. Der Grund für unsere Erfindung da hinten. Ich hab echt null Ahnung, wovon du gerade redest. Guten Tag, meine Herren. Erlauben Sie mir, uns vorzustellen. Ich bin Professor Percy und das ist Dr. Marmelade. Zu Ihren Diensten. Und das ist Lord Reginald. Sehr erfreut. Ihr redet ja wirklich lustig. Sagt doch mehr Wörter. Wir drei bilden den Vorstand der Baumkuppel-Kommanditgesellschaft auf Aktien. Wir sind hier, um uns zu vergewissern, dass Frau Cheeks Erfindungen unsere Investitionen rechtfertigen. Die ganze Stadt profitiert von Sandys wissenschaftlichem Know-how. Bevor Sandy hier war, war ich nichts als ein klapperdürrer Schwächling. Ja, und ich war schrecklich dumm. Nun ja. Sandy! SpongeBob, kannst du mir diesen Quatsch erklären? Autsch! Es funktioniert! Es funktioniert! Lord Reginald, geht es Ihnen gut? Mir scheint ein Zacken aus der Krone gebrochen zu sein. Wir sollten die Schließung dieser Betriebsstätte in die Wege leiten. Und zwar unverzüglich. Ganz ehrlich gesagt zweifle ich allmählich an der Wirtschaftlichkeit von Unterwasserbaumkuppeln. Wenn man sich's mal genau überlegt, sind die Dinger doch sinnlos. Es tut mir so leid, Sandy. Wir wollten doch nur, dass du hierbleiben kannst. Aber leider haben wir das genaue Gegenteil davon erreicht. Ach, die hätten mich doch sowieso rausgeworfen. Ich danke dir, dass du es versucht hast, SpongeBob. Und dir auch, Patrick. Das heißt immer noch Herr Professor Dr. Patrick. Übertreib's nicht. Entschuldigung. Wir sollten aufbrechen, Dr. Marmelade. Gute Güte. All diese Aufregung hier hat meinen Blutzuckerspiegel drastisch absinken lassen. Gütige Gestirne, ich fasse es nicht. Noch ein Versuch. Er ist es. Er ist es. Das ist der Bananenschäler, den wir in 117 Jahren Forschung nie konstruieren konnten. Wow, Sandy, die scheinen affenscharf auf deinen Nussknacker zu sein. Ja. Nun denn, Frau Cheeks, ich muss sagen, dass Sie unsere Erwartungen bei weitem übertroffen haben. Es mag an dem Schädelhirntrauma liegen, das ich erlitten habe, aber ich biete Ihnen hiermit einen neuen 20-Jahres-Vertrag zu deutlich verbesserten Bezügen an. Einverstanden. Hurra! Ich erwarte noch große Dinge von Ihnen, Frau Cheeks. Große Dinge. Vielleicht könnten Sie Ihre Talente auf diese Fäkalienschleudermaschine fokussieren, an deren Entwicklung wir schon lange scheitern. Na, na, ein Wunder auf einmal ist genug. Auf Wiedersehen. Tja, jetzt sollten wir uns nur noch überlegen, was wir mit dieser grässlichen Gerätschaft anstellen. Jetzt bin ich dran. Juhu! Wo sind wir, Patrick? Keine Ahnung.
Ist aber echt eine finstere Gegend hier. SpongeBob, Patrick, könnt ihr mich hören? Das ist Sandy. Da ist sie drin. Ich rette dich, Sandy. Oh. Hör auf, du klitzekleiner Vollidiot. Sandy, wo bist du? Und wo sind wir? Dort, wo ihr eingedrungen seid. In mein Labor, in mein U-Boot und nicht zuletzt inzwischen auch in Thaddäus. Kein Wunder, dass mir diese Gegend so vergammelt vorkam. Das hab ich gehört. Gut, dann wollen wir euch da mal wieder rausholen. Ihr müsst dazu nur den U-Boot-Autopiloten einschalten. Der führt euch sicher durch euren Einsatz und dann zu eurem Ausscheidungspunkt. Er ist kaputt. Oh nein! Aufhören! Was soll das? Wollt ihr ihn umbringen? Das Ding ist ca. 17 Mal schwieriger zu steuern als ein Wohnmobil, wobei du auch bei letzterem bislang stets versagt hast. Also, geh die Sache einfach ganz entspannt an. Null Problemo. Ich bin ganz entspannt. Wie läuft's denn so? Mit meinen Augäpfeln? Keine Angst, das geht vorüber. Bitte hier unterschreiben. Okay, was ist denn das? Ach, nur dein Autogramm, Falsche. Du mal berühmt wirst. Oh ja, natürlich. Ich hätte auch Autogrammfoto. Da! Was zum? Thaddäus! Ah, oh, was passiert denn da? Gib das her! Hey, du hast doch keine Ahnung. Du hast doch noch nicht mal in der Pause. Wirklich? Du hast deine Handlungen nicht unter Kontrolle. Hey! Oh, das tut mir aber leid. Ich habe meine Handlungen nicht unter Kontrolle. Sie kommt vom Kurs ab. Oh. Ranzige Erdnuss, du bist außer Kontrolle. Wow, wo sind wir? Reservetanks ist kaum noch was drin. Patrick! So fertig! SpongeBob, ihr müsst ganz schnell da raus. Es geht ein direkter Weg vom Magen zur Speiseröhre, wo das Mundstück sitzt. Ihr könntet eure Mission noch beenden, wenn ihr einen alternativen Treibstoff hättet. Ein natürliches Gas etwa. Ein natürliches Gas? Sowas vielleicht? Hör auf, in mir drin zu rülpsen, das ist ja ekelhaft. Hey, Moment mal, das hört sich gar nicht mal so dumm an, wenn man sich's überlegt. Was denn? Wenn du stark genug rülpsen würdest. Könnten wir das CO2 durch unsere Ballasttanks filtern, die Maschine neu starten und uns durch die Druckwelle nach oben tragen lassen? Wow. Er hat recht. Was? Wir führen deinen Plan durch, Patrick. Ja! Welchen Plan denn? Und jetzt rülpst, Thaddäus. Es stehen Leben auf dem Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Es funktioniert. Qualle, was hast du denn gegessen? Volltrottel. Oh. SpongeBob und Sandy, wir haben den Fremdkörper nun erreicht. Okay, dann musst du das Ding nur noch irgendwie entfernen. Alles klar, bin schon dabei. 2 Stunden später. Mit diesem blöden Misthammer geht ja überhaupt nichts voran. SpongeBob, tu das, wozu du geboren worden bist. Tanze! Hey, du hast völlig recht. Whirlpool Crisis! Gute Arbeit, Jungs. Mission erfolgreich beendet. So, jetzt müsst ihr nur noch... Ganz schnell aus meinem Körper raus. Na los! Groß! Sie dir? Was ist denn das? Das ist doch eine
Rakete. Ich komme runter zum Eingang, dann zeige ich dir alles. Wow, was macht man denn mit sowas? Damit fliege ich zum Mond, SpongeBob. Zum Mond? Darf ich auch mit? Nein, kommt nicht in Frage. Vor allem nicht nach deinem kleinen Missgeschick mit meinem Hubschrauber. Abgesehen davon ist gar kein Platz für dich da. Aber so viel Platz nehme ich gar nicht weg, siehst du? Ich passe sogar hier rein. Kuschelig. Die Schublade brauche ich aber. Ach ja, ich könnte auch hier rein. Oder hier. Oder hier. Bob, ich mach das nicht zum Spaß. Siehst du das? Das ist Wissenschaft. Ich habe keine Zeit für Quatsch. Und schon gar nicht für blinde Passagiere. Na gut, dann steck mich in die Mau. Macht mir nichts aus. Das ist das Lüftungssystem. Und das brauche ich leider auch. Och bitte, darf ich mit? Darf ich bitte? Also gut. Du darfst im Frachtraum mitfliegen, aber nur wenn du mir... Yeah! Ich fliege mit zum Mond. Mondfahrt, Mondfahrt, Mondfahrt. Dieses Mal lässt du die Finger von der Technik, klar? Wow, toller Püsterich. Gehen wir auf dem Mond auch auf Alienjagd? Ach, sei still. Damit wird das Mondgestein eingesammelt. Aber wenn du mit deinen Steinen fertig bist, kann man damit doch wunderbar Aliens jagen. Aliens? Bist du bescheuert? Ich war schon auf dem Mond und da gibt's keine Aliens. Sandy, Sandy, Sandy. Wie kannst du nur so naiv sein? Die Beweise sind doch überall. Wie erklärst du dir Atlantis, Plateauschuhe und Teflonpfannen? Und was ist mit diesen seltsamen Kreisen, die über Nacht in Kornfeldern auftauchen? Aha, schon wieder einer. SpongeBob, du hast doch nur eine schwammige Ahnung vom Weltraum. Jetzt geh nach Hause und hol dir eine Mütze Schlaf. Bei Tagesanbruch bist du wieder hier. Und deine Aliens vergiss mal schnell wieder. Heilige Seko, das ist sicher die Kommandobrücke. Ja, lass bloß die Finger von den Schaltern. Guck mal, ich gewinne. Patrick, hör sofort auf damit. Hey, du, was soll das? Wir können hier nicht rumdaddeln. Das ist Sandys Rakete und kein Rummel. Platz. Sieg, yeah, Highscore. Sag mal, was war denn das für ein Spiel gerade? Keine Ahnung, gucken wir lieber, was das hier kann. Ich glaube aber nicht, dass... Ich finde Raketen toll. Mehr, mehr! Nichts da. Okay, einmal noch. Okay, das reicht. Los, komm. Moment, ich glaube, das hier ist der Startknopf. Patrick, was soll der Blödsinn? Ich bin der Raumfahrer hier. Und zufällig weiß ich, dass der Startknopf hier drüben ist. Du hast die Rakete gestartet. Oh, SpongeBob. SpongeBob, was soll denn das? Dich kann man ja keine Minute lang alleine lassen, ohne dass du gleich ein riesiges Chaos anrichtest. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast deine ganzen Freunde und Nachbarn da reingestopft, wie die Ölsardinen in die Dose. Und ihr habt mir mein wissenschaftliches Experiment versaut. Ihr solltet euch schämen. Alle beide. Wenn wir klappen können, Sandy. Oder besser gesagt, Fräulein Alien. Aliens? Ach, darum geht's euch also. Wir sind nicht auf dem Mond. Wir sind immer noch im Bikini. Da kannst du mal sehen. Man darf niemandem trauen. Aha, dann warst du die ganze Zeit auch ein Alien. Und du hast es mir noch nicht mal gesagt. Ich hab's ja auch nicht gewusst. Ach ja, tja, jetzt hab ich dich. Oh nein, mich kriegst du nicht. Sondern ich krieg mich selber. Junge, ich freu mich schon auf Sandys Gesichtsausdruck. Sandy, ich bin wieder da. Wow. Bikini Bottom hat sich ganz schön verändert. SpongeBob! Die Aliens wollen ein Wörtchen mit dir reden! Tada! Das größte Buddelschiff aller Zeiten. Ich werde den Wettbewerb gewinnen. Echt erstaunlich, Mr. Krabs. Sie haben ja doch ein bisschen Pep in ihren Strumpfhalter. Yeeha! Wir gewinnen auf jeden Fall! Wo haben Sie das viele Holz her? Ich habe deinen Baum gefällt. Das ist doch super. Sie haben was? Hey, du taugenichtsiger, mieser Bodenbewohner.
Erst mache ich das hier. Dann mache ich das hier. Meine Arbeit, mein Preisgeld. Eugene Krebs macht's ganz allein. Was? Küsschen, Küsschen, Eichhörnchen. Schwerer in den Griff zu kriegen als eine Tasche voll Pudding. Ich komme und hole mir mein Flaschenschiff zurück, Krabs. Yeeha! Das ist doch meine echte Hochgeschwindigkeitsjagd mit echt leckerem Texas Barbecue. Gut, wer bekommt... Alfresco. Ha! Das ist eigentlich mein Mittagessen, aber man kann nie früh genug mit einer Diät anfangen. Gütiger Donnerschlag! Ist das schon alles, was du kannst? Oh nein, warum stelle ich solche Fragen? Juhu! Und das ist nicht mein erstes Rodeo, das ist mein 500. Rodeo. Säugetier, du vergisst, dass Krebse stärker sind als Waldmurmeltiere. Der alte Krebs hat mehr Schneid als eine frisch polierte Axt. Es ist noch nicht vorbei, Krebs. Es gibt nichts Traurigeres als ein Nagetier, das einem U-Boot hinterherrennt. Was sagen Sie dazu? Ist sie nicht wunderschön? Ein Schiff in einer Glasflasche von epischen Proportionen? Tja, das ist schon beeindruckend. Aber vor allem ist es das einzige intakte Flaschenschiff weit und breit. Und aus diesem Grund erkläre ich Sie hiermit zum Sieger. Ganz genau. Her mit dem Zaster. Das hat es noch nie gegeben. Aber da es keine Flaschenschiffe mehr gibt, die ich bewerten könnte, sehe ich mich gezwungen, dieses Flascheneichhörnchen zum Sieger zu erklären. Der provisorische Baum reicht, bis der Samen, den ich gepflanzt habe, zu einem neuen herangewachsen ist. Na los, du alter Gauner, Geizhals! Ich will, dass du tanzt wie heißes Fett in der Bratpfanne! Tut mir leid, Frau Cheeks. Ist schon in Ordnung. Ich mach das. Ja, ich schufte Arbeit und verlobe. Also pass auf, meine Baumkuppel steckt voller Hightech und ihre Bedienung ist eine einigermaßen komplexe Sache. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Aha. Hier steht alles drauf, was man hier tun darf und was nicht. Also ich glaube, schwarzer, krakeliger Fleck kann ich mir leicht merken. Das soll nur Papier sparen. Du brauchst eine spezielle Leselupe. Ups. Nun sperr die Poren auf. Ich erkläre dir jetzt mal deine etwas komplizierteren Aufgaben. Dieses majestätische Bauwerk ist mein Tanktreibhaus. Hier ist alles völlig automatisiert, also musst du im Grunde... Wow. Hier auf dem Thermometer nachsehen, ob die Temperatur normal ist. Normal. Alles klar.
Das ist mein Roboterlagerhaus. Hier lagere ich all meine Roboter. Sieht ganz so aus, ja. Es ist ganz einfach. Du musst einfach nur hier reingehen und alle Roboter durchzählen, um sicherzustellen, dass keiner fehlt. Hey, du passt ja richtig gut auf, so wie es aussieht. Ich hab halt Respekt vor deiner akribischen Art. Oh, danke, das ist aber nett von dir. Gut, wie geht's weiter? Das ist mein Brutkasten für Würmer. Sie schlüpfen erst in ein paar Wochen, aber ich wollte ihn dir trotzdem zeigen. So, und zu guter Letzt haben wir hier meine Sammlung seltener und zerbrechlicher Gegenstände, die zweimal täglich abgestaubt werden müssen. Also, was meinst du? Wirst du mit all dem zurechtkommen? Glaub mir, Sandy, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Deine geliebte Baumkuppel ist bei mir in besten Händen. Meinst du wirklich? Yep. Bist du dir wirklich sicher? Wirklich, jawohl. Okay. Okay, mein Lieber. Nun sag mir noch mal, was du hier tust. Nichts anfassen. Mhm. Was noch? Und auch nichts tun. Weiter. Nicht auf irgendwas gucken. So lange bis... Ich höre... So lange bis SpongeBob mit Haushüten fertig ist. So ein braver Patrick. So, das wäre geklärt. Wo war ich denn? Ja, was ist? Darf ich? Ehrlich mal, wie oft wollen wir das denn noch? Ich weiß nicht. Naja, ich bin wohl doch nicht damit zurechtgekommen. Ich hab ja gar nicht gelost. Pass mal auf. Es ist echt nicht so schlimm, wie es aussieht. Ach so, wie kommst du denn darauf? Deswegen. Es ist nicht alles kaputt gegangen. Sandy! Wie war's auf der Erfinderkonferenz? Hast du ein paar Andenken mitgebracht? Lustig, dass du sowas fragst. Ach ja? Jupp, da gab's richtig praktische Sachen. Ich stell's besser schon mal auf volle Power. Du, weißt du was? Ich glaube, jetzt schlägt unser letztes Stündchen. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden wird. Durch die Hand eines Eichhörnchens? Und mit einem Goldfischglas auf dem Kopf. Ein Erfolg. Experiment? Ganz genau, Jungs. Ich wollte, dass ihr mir die Bude zerlegt, damit ich meinen neuen Schutt- und Schrottrekonstruktionsstrahler da testen kann, wo jemand so richtig bösen Schutt und Schrott hinterlassen hat. Klar, ich hätte den Kram auch selber zerdengeln können. Aber so gut wie ihr beiden ist keiner im Zerdengeln. Du bist kein Loser, SpongeBob. Du bist ein Wissenschaftler. So ein großes Mondgesicht kennt man als Fitnesssportler nicht. Seit wann ist der Mond denn so grün? Also hör mal, das weiß doch jeder, dass der Mond aus Käse besteht. Und irgendwann mal ist der Gute halt schimmlig geworden. Obwohl ich ihn immer noch essen würde. Das kann nicht der Mond sein. Der echte Mond scheint doch nur bei Nacht. Hier ist was faul wie verdorbener Fisch. Hey, gut gefahren. Mama, jetzt du. Hey, Kinder, seht euch diese coole Leuchtkugel am Himmel an. Und das sieht man auch nicht jeden Tag. Grüner Käse, grüner Käse, grüner Käse.
mir doch endlich einen Kuss. Ein kleines Knutscherchen hat noch keinem geschadet. Ich gehe nach Hause und versteck mich unter der Bettdecke. Jetzt muss jeder Kopfhüßler selbst sehen, wie er klarkommt. Thaddäus, du musst doch im Schatten bleiben. Oh nein, bitte nicht! Oh Mann, das ist echt krass. So was sieht man nicht jeden Tag. Oh, der Riesenkalmar, eines der größten Raubtiere am Grund des Ozeans. Texanisches Thunfischtoast. Nur gut, dass meine Baumkuppel aus 10 Tonnen druckresistentem Glas besteht, oder, Franze? Oui, Sandy, das ist wahr. Doch unglücklicherweise kann der giftige und auch intelligente Kalmar mit seinem Schnabel auch Felsgestein durchtrennen. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Nicht doch, Tati! Der Tauglichsten dort im Tierreich erbittert. Meine Freunde! Sandy, überleg dir, wer ist der natürliche Feind des Kalmars? Das ist eine tolle Idee! Unter Verwendung ihres vielseitigen Schwanzes ruft das texanische Landeichhörnchen den natürlichen Feind des Kalmars. Das ist er, wie er lebt und bläst! Den Ball! Schnapp ihn dir, Perla! Tadeus! Und so entbieten wir dem Neptunsmond ein ernstliches Lebewohl, während er zurück in der Erde verschwindet, wo er herkam. Wir werden ihn wiedersehen in 100 Jahren. Was geht hier vor sich? Meine Kleider! Sandy, sag mal, wieso ist deine Kuppel kaputt und alle sind nackt? Sagen wir mal so, mein Freund, so einen interessanten Geburtstag hatte ich in meinem Leben noch nie. Und natürlich folgt auf den Neptunsmond immer die Neptunsonne. Also, und das sieht man auch nicht jeden Tag. Verhext, gib mir den Burger aus. Hier sehen Sie meinen besten Freund SpongeBob. Und wie Ihnen vielleicht auffällt, lutscht er am Daumen, während er schläft. Oh, Moment, das bin ja ich. Ja, ich mag Süßkartoffeln, danke schön. Meine innere Uhr sagt, es ist Zeit für ein morgendliches Mittagessen. Bitte folgen Sie mir nach. Und zwar ganz leise, auf Zehenspitzen. Interessant. Die Führung wird gleich fortgesetzt, liebe Mitreisende. Ach ja, und übrigens, glaube ich, die Mayo ist verdorben. Das hier ist Thaddäus, der Kassierer. Ja! Oh ja, und seine Leberflecken sind gruselig. Interessant. Und mag es nicht noch mal! Ich
Ich komm zu spät. Zeit fürs zweite Mittagessen. Und hopp! So, liebe Mitreisende, folgen Sie diesem Gespann. Hü! Und wir rennen weiter. Immer weiter. Hier stehen wir vor der weltberühmten großen Krabbe. Ja, und das hier ist Plankton, der mal wieder versucht, einen Krabbenburger zu klauen. Deshalb treten wir auf ihn drauf. Autsch! Versuchen Sie es, das ist lustig. Ach du liebe Scholle, darf ich? Ist wirklich lustig. Unser nächster Halt ist die große Küche. Au, das ist doch nicht, das muss nicht. Bitte sehen Sie nach links. Dort steht SpongeBob, der hier frische und delikate Zutaten für die Herstellung der Burger vorbereitet. Ich mache einfach mein Ding. Das ist ja interessant. Hey, ich wärme mich doch gerade erst auf. Und an diesem magischen Örtchen endet die Reise all unseres Essens. Und wenn man das hier tut, passiert dies hier. Und bleibt von meinen Toiletten weg. So eine tolle Führung habe ich noch nie mitgemacht. Und das Beste kommt ja erst noch. Oh. Wenn Sie jetzt nach links sehen, verpassen Sie alles rechts von Ihnen. Es wird Zeit für das Pflanzenfutter. Gleich unter Ihrem Bauch ist die Außenseite von Sandys Baumkuppel. Das ist wirklich wunderschön. Ich würde mir das zu gerne von innen ansehen. Kein Problem. Ich habe einen Schlüssel dafür. Passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Sandy Cheeks und ihr schöner Baum hier haben beide ihre Wurzel in Texas. Die Kuppel über uns wurde errichtet, um Schutz vor dem Wasser zu bieten. Das hat zur Folge, dass die Luft hier drin zu trocken ist, um Wasseratmern wie uns ein Überleben darin zu ermöglichen. Gut, dass wir unsere Wasserhelme aufgesetzt haben, denn sonst hätten wir jetzt ein ernsthaftes Problem an der Backe. Und wir rennen und rennen, denn wir werden trockener und trockener. Es wird wohl Zeit fürs dritte Mittagessen. Bitte folgen Sie nun meinem Bauchgefühl. Oh, ich glaube, ihr Pflänzchen könntet ein bisschen Wasser vertragen. Was sind denn das für Viecher? Wellhornschnecken, diese üble Abart der gemeinen Seeschnecke hat Bikini Bottom aufs Übelste überfallen. Brave Bürger werden verschlungen und die Stadt ist mit purpurnem Schleim bedeckt. Sandy, lass uns rein. Woher weiß ich, dass ihr keine getarnten Wellhörner seid? Wir sind keine Wellhörner. Lass uns rein. Der Mädchenname deiner Mutter ist? Blubberblase. Patrick, dein Vorname lautet? Ist das eine Scherzfrage? Kommt rein. Und was machen wir nun? Diese Frage kann ich euch beantworten. Wollt ihr die ganz normale Antwort oder lieber die fette Action-Antwort? Fette Action, bitte. Ja! Ich brauche eine Probe,
wenn ich ihn analysiere, finde ich unter Umständen heraus, welchen Grund ihr aggressives Verhalten hat. Und so können wir sie vielleicht aufhalten. Er sucht zu fliehen. Ich halte sie auf. Und sollte ich scheitern, zögert mein Opfer das Unvermeidbare vielleicht hinaus. Das kann ich nicht zulassen, mein Freund. Lieber opfere ich mein Leben. Dann ich auch, dann du. Nein, das ist mein Job. Ich glaube, die Wellhörner fressen keine Landlebewesen. Ich glaub's nicht. Guck's dir an! Die große Krabbe! Da ist ja die ganze Mannschaft. Wir haben geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Hey, SpongeBob, leih mir doch mal kurz deine Augenhornhaut. Und du auch, Patrick. Oh, na gut. Seespinne, kein Wunder, sind die so stinkig. Diese Wellhörner sind voller Bazillen. Die sind kränker als ein Kalmar mit Cholera. Ich weiß, was man da tun muss. Ich hatte immerhin mal den Blubber. Ich muss nur den Wellhornschleim aufsaugen, dann werden sie wieder normal. Und euch mache ich jetzt auch noch sauber. Oh, wie süß. Ein Burger! Alle verändern sich davon! Ich muss ganz schnell hier raus! Ich glaube, den Burger verkneife ich mir. Versuch das! Mir ins Brötchen. Los, los. Wagen 521, wir haben eine Warnung vor tollwütigen Bürgern. Ja, schon gut. Ich hab jetzt Pause. Krabs, ist das jetzt etwa deine neueste Werbemasche? Ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen, Eugene? Ich meine, du verschwendest sogar echte Gürkchen an dieses billige Kostüm? Das ist fast schon eine Beleidigung, wenn du mich fragst. Ah!
Bitte sehr, Karen, 152 Säcke vorgekochter Abfall in 1B-Qualität. Dabei lässt sich hier kein einziger Kunde blicken. SpongeBob, sag mal, was soll das werden? Wie soll denn die Kundschaft jetzt hier reinkommen? Da draußen ist keine Kundschaft. Das sind Krabbenburger-Zombie-Monster, die alle zwingen, sie zu essen. Wir beide sind die letzten Überlebenden. Was, Krabbenburger-Zombies? Ja, das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Geht's schon viel besser. Oh ja, das ist es. Abfall ist die Lösung. Oh, ein Burger. Patrick. Nein, es ist Abfall. Was war denn das? Ich muss die Dosis erhöhen. Yeah.